Hallöchen! Heute nochmal ein spezielles Video zur RC Speed Challenge, weil es einige Leute noch nicht mitbekommen haben oder noch nicht richtig verstanden haben, dass die Regeln sich jetzt nochmal extremst geändert haben. Da möchte ich mich auch nochmal entschuldigen für diese Unschlüssigkeiten und diese Regeländerung jetzt in der letzten Woche. Ich glaube, letzte Woche war das. Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Das Thema ist ausgelutscht. Ich hoffe jetzt nur, dass jetzt endlich mal Ruhe reinkommt in die Gruppe jetzt. Weil diese ganze Kinderkacke mit den gegeneinander aufsticheln und so, es nervt halt brutal. Jetzt diese ganze Kinderkacke von ein paar speziellen Leuten da. Es ist halt nur nervig. Einige Leute schreiben es auch schon drunter. Es geht hier um die Sache. Wir betreiben alle dasselbe Hobby. Statt die Leistung des anderen mal zu würdigen, wird sich dann nur gegeneinander aufgestichelt, oh, bla 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 bla, und halt viel Gelaber um nichts. Das ist halt so ein Punkt, der mich halt irgendwie nervt. Es viele labern und es kommt halt einfach nichts. Das ist so ein Punkt, der fuckt mich ein bisschen so ab, aber ist okay. Jeder wie es mag. Hintergrund nervt gerade wieder meine Katze. Wie ich schon so oft drunter geschrieben habe, what the fuck? Wie ich schon ein paar Mal schon drunter geschrieben habe. Weniger labern, vor allem weniges dummes Zeug labern, mehr machen. Ganz einfach. So, jetzt nochmal ganz speziell Danke an die Leute, die uns unterstützen. Und die Sache auch fördern, sage ich es einfach mal. Die werde ich jetzt hier so ringsrum nacheinander einblenden. Irgendwie, ich weiß noch nicht, wie ich es mache, werde ich dann sehen. Auf jeden Fall erstmal als erstes ein Riesendank natürlich an alle Kanäle, die mitwirken. Also jetzt zum Beispiel das Silver Aussie, German Aussie Playground, Multikulti Laser, die alle so mitwirken. Dann ein Riesendank an Garys Modellbau-Blog, dass wir was schreiben durften für seinen Blog. Ein Riesendank an Alexander Schölzchen von SpielzeugkisteApen.de, der sich auch mit Rabatte und sowas hinter die Challenge stellt, was richtig geil ist, und also Respekt dafür und ein riesen Dankeschön an dich. Dann auch nochmal Dankeschön an Cars and Details, die Sache auch verteilt hat. Das heißt verteilt hat, die haben auch was darüber geschrieben. Könnt ihr ja mal in die News-Rubrik reinschauen oder in die App oder was auch immer. Oder auf ihre Facebook-Seite, da stand auch was über uns. Vielen Dank dafür, war auch ein super netter Kontakt. Dann, ja, wie gesagt, an alle Teilnehmer natürlich danke. Ich hoffe ja, dass jetzt das Wetter besser wird, dass mal wieder ein paar Läufe kommen. Aber ich finde es super halt, wie es jetzt läuft und so. Alles wunderbar, nächstes Jahr wird dann auf jeden Fall auch eine kommen. Aber jetzt ist mal genug mit dem Geschnacke. Ich habe hier mein Handy schon mal liegen. Die Regeln haben sich in den meisten Sachen eigentlich nicht geändert. Das Größte eigentlich, was sich geändert hat, ist, dass jetzt alle Autos zugelassen sind. Also komplett alles. Ihr könnt fahren und bauen, was ihr wollt. Egal welchen Antrieb. Es muss halt nur brushless sein. Ansonsten könnt ihr machen, was ihr wollt. Gyros sind weiterhin immer noch verboten. Autos müssen natürlich sein, keine Triebwerke. Akkus müssen natürlich verwendet werden, also nur akkubetriebene Autos. Dann darf das Auto nicht angeschoben werden. Die Messung musste natürlich mit dem G-Porter von Ken Moore gemacht werden. Also es wird nur von diesem GPS-Logger die Wertung anerkannt. Er muss natürlich gezeigt werden vorm Lauf. Bevor ihr fahrt, halt, muss man den Locker in die Kamera halten. Darf dann auch nicht mehr aus dem Bild raus. Genauso wenig wie das Auto. Der Locker sollte vor dem Lauf unter 10 km/h sein. Dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Dann, wie gesagt, das Auto muss während des ganzen Laufes, während dem ganzen Lauf im Bild sein. Logischerweise. Was gibt's noch zu sagen? Ja, Full HD bei YouTube mit dem Hashtag RC Speed Challenge. Das ist ja eigentlich bekannt. Das habe ich ja in dem alten Video schon mal gemacht. Aber ich mache jetzt das und setze das jetzt
als fixierten Beitrag in die Gruppe, weil sich ja jetzt noch ein bisschen was geändert hat und die, die neu in die Gruppe kommen, dass die halt gleich Bescheid wissen. Deutschsprachig kennen wir ja alles schon. Einsendeschluss ist bis zum 5.10. Die Videos halt, und es darf natürlich kein Video vor dem 4. Juni passiert sein. Da haben wir das Ganze gestartet. Was gibt es noch zu sagen? Ja, Video sollte natürlich im Querformat und richtig rumgemacht werden, sonst werde ich das natürlich nicht zulassen. Schiedsrichter bin ich. Was gibt es noch zu sagen? Ja, eigentlich nur noch, passt halt auf euch auf. Es gibt genug Videos bei YouTube, wo Leute ein bisschen zu, wie sagt man, verschwören sich dann die Knochen kaputt gefahren haben. Also passt da auf, fahrt an Strecken, wo kein Mensch ist, nicht, dass ihr noch andere Leute gefährdet. Wie gesagt, fahrt das mit Sinn und Verstand, wenn es halt nicht geht, wenn da zu viele Passanten, ich sage jetzt einfach mal Passanten, wenn da zu viele Spaziergänger oder sowas auf der Strecke ist, dann lasst es sein, dann fahrt lieber einen Tag später, bevor da irgendwas passiert. Ihr werdet dann euer Leben nicht mehr froh, wenn ihr irgendein Kind mit so einem Auto mit über 100 km/h trefft oder was auch immer. Spielt ja auch keine Rolle, was ihr trefft, reicht ja schon ein Auto. Passt da auf, wie gesagt, fahrt mit Sinn und Verstand. Was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nicht viel. Ich werde jetzt hier im Anschluss nochmal das von dem ersten Regelvideo schneiden. Nochmal die genaue Erklärung, wie ihr den Speedrun zu filmen habt. Ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Alle notwendigen Links sind wie immer in der Videobeschreibung. Einfach mal reingucken. Das sind von allen dabei, von Gerrits Modellbau-Blog, von Spielzeugkiste-Apen.de, von Mick, von Benny, von Laser, von sämtlichen Leuten. Und ich würde sagen, ich bin raus. Ciao. So, jetzt nochmal die praktische Anleitung. Ich zeige euch jetzt exakt, wie ihr das machen sollt. Nochmal das Ganze. Also das Video muss im Full HD passieren, muss bei YouTube hochgeladen sein, so wie dieses hier. Als erstes muss stehen Hashtag RC Speed Challenge 1, 2, 3, 2015. Danach, wenn ihr einen Namen für euren Auto habt, Namen für euer Auto oder halt das Modell, dann euer Namen und dann die höchst gemessene Geschwindigkeit. Der GPS-Logger, den haben wir ja gezeigt, welchen ihr benutzen sollt. Wir haben uns ja auf einen geeinigt. Jetzt kommt ja auch noch ein bescheuerter Zug. Ich habe den jetzt gerade nicht. Ich benutze jetzt einfach mal den Libo-Tester hier. Strecke müsst ihr euch halt selber aussuchen. Ich habe jetzt hier nur die genommen. Also jeder ist ja für sich selbst verantwortlich, wo ihr denkt, dass ihr fahren könnt. Das als Anschauung sollte jetzt eigentlich funktionieren. Dann müsst ihr ganz wichtig am Anfang sagen, welches Datum es ist, dass wir auch wissen halt, wann, wie und wo. Ich kann es euch jetzt kurz zeigen. Heute ist der, Moment, der 19. Mai, ein Dienstag, 13 Uhr noch was. Danach zeigt ihr euren GPS-Logger, der sollte genullt sein. Also unter 10 km/h sollte er anzeigen. Das denkt ihr euch jetzt einfach mal. Dann zeigt ihr halt euer Auto. Das ist jetzt mein Auto, Axial SCX10. Alles, was drin ist, ist geheim. Staunt selber. Dann nehmt ihr halt euren GPS-Logger, packt den hier irgendwo rein. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, er ist jetzt fest markiert. Meine wunderhübsche Assistentin macht jetzt mal einen Speedrun. Gerade so noch zu filmen. Okay, Schatz, dreh um, sonst ist er zu schnell. Oh ja, jetzt komm mal zu mir gefahren. Ja, gut, reicht, reicht, reicht. So, also ihr habt gesehen, das Auto war die ganze Zeit im Bild. So sollte das auch passieren. Dann nehmt ihr euren GPS-Logger und er zeigt an 195,6. Ja, perfekt. So in der Art soll das dann passieren. Wie gesagt, das Ganze ladet ihr dann auf YouTube hoch. Postet das in die extra erstellte Gruppe, die ist hier nochmal in der Videobeschreibung. Regeln sind klar, solltet ihr euch nochmal durchlesen bei Facebook. Ich schaue mir dann das Video an, ob da irgendwo ein Schnitt passiert ist, ob ihr den GPS-Logger nicht genullt habt, ob, weiß der Geier, unterwegs das Auto getauscht wurde, keine Ahnung.
Und wenn das Ganze akzeptiert wird, kommentiere ich euch das Video, schreibt das nochmal in die Gruppe und dann seid ihr auf jeden Fall dabei in der Liste und dann mal schauen, wer dann die Nase vorn hat. Das soll es soweit gewesen sein jetzt für das Video. Ich hoffe, es ist verständlich erklärt worden. Falls ihr nicht deutschsprachig seid, was ich aber nicht glaube, dann bitte mit Untertitel, zumindest in Deutsch. Ansonsten, wenn noch Fragen sein sollten, bitte unter das Video einfach schreiben oder halt in die Gruppe und dann wird euch auf jeden Fall geholfen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.